Und los, Miauz! Hallo und willkommen zurück zu Borderlands, the Pre-Sequel, wo er reden kann und das Spiel gehört werden kann. Ja, ist das jetzt der erste Part, wo man mich hört? Und das Spiel auch? Nein, ich hab's der letzte schon angemacht und ich glaube, ich habe jetzt auch schon einen Part, wo du wieder komplett da warst, aufgenommen. Aber... Oh, das ist... Ihr könnt mir ja dann am Ende in die Kommentare schreiben, obwohl gut, das werde ich selber wahrscheinlich auch was finden, wie viele Parts das jetzt eigentlich betroffen hat. Na, alle von gestern und heute. Dann wollen wir mal. Haben wir gestern immer abgespielt? Ja, deine Erinnerung ist nicht die beste. Haben wir gestern echt gespielt? Heute ist Samstag, gell? Ja. Und wir haben. Oh ja, doch, wir haben gestern gespielt. Was haben wir gestern eigentlich gemacht? Holodome. Ja, was? Ach, der Holodome war ja noch nicht fertig. Ja, ja, genau. Der Holodome. Nur mit Untertiteln. Ja, ich habe ihn deinstalliert im Steam. Das sind die Waffen despawned, die ich daraus hatte. Willst du mich verarschen? Ja, ich hoffe, dass das so nicht funktioniert, aber. Wer weiß. Deinstallier gefälligst nichts, aber du kannst nicht mehr mit mir spielen. Ja, das sollte kein Problem sein, aber trotzdem. Das ist dumm. Ich sollte mal was deinstallieren. Oh, das Unity DLC, das hat mich aber echt aufgeregt. Ja, das hat dir aber nicht wirklich geholfen. Aber es gibt immer noch welche! Nein, definitiv nicht. Das hat mich dann noch mehr aufgeregt. Unskippable Intro und dann kommt erst raus, wenn man 3 Missionen geschafft hat. Eine! Ja, aber mit einem Haufen Zwischenschritten. Ja, ist klar, eine Mission ist halt, hat halt ein paar Aufgaben. Ist nicht so, wie als wäre das nur eine einzige Aufgabe. Wenn du vergleichst, das DLC ist ziemlich lang dafür, dass es nur 7 oder 8 Missionen hat, verglichen mit der Missionslänge aus dem Hauptspiel. Also, da haben wir einfach nicht mehr gemacht, sondern dafür längere. Ja. Du hast es ja inzwischen durchgespielt. Ja, das ist theoretisch fertig. Naja, mir fällt nichts dazu ein. Gibt nichts zu sagen, ist ein Scheißspiel. Es ist ein Scheißspiel. Achso, sorry. E drücken zum Zünden? Aber dann bin ich doch tot, oder? Also bei mir bist du schon tot, aber okay. Nein, dann wäre ich ganz tot. Ich habe da was geskillt und nichts gelesen, was es kann. Aber ich hatte gerade voll die Kanonen an. Warte, heißt das, du hast einen Skill geskillt, mit dem du lau rumlaufen kannst, obwohl du tot bist? Nein, ich meinte... Wahrscheinlich könnte ich mich insta komplett killen und halt nochmal einen Mordskanonenschuss abfeuern. Nicht, dass das jetzt was helfen würde. Aber keine Ahnung, du kamst mir gerade so vor, jetzt wärst du aufrecht lebendig gelaufen, obwohl du tot warst. Oh, echt? Okay, das habe ich nicht gesehen, wie gesagt, ich hatte eine merkwürdige Sicht. Ja, du wirktest auf jeden Fall nicht so, wie jetzt wärst du langsamer, was man ja normalerweise ist. Ah, okay, dann kann ich gleich den Vorteil wenigstens nutzen. Schon nichts anderes. Aber ja, ich habe auch noch ein paar Skills, die irgendwie so ein größeres. Das war größer der aussehen. Letzte ich von denen. Weil ich ja der einzige war. Dennis. Hä, ich dachte, ich wäre vielleicht das Schwächste, aber spannend, ja. Ich dachte auch, dass da nur. Ich meine, ich habe da nichts rumgestellt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da war. Ich bin mir auch sicher, dass das. Schau mal, wie schnell der tot ist. Selbstachtung ist hin. Jetzt haben wir aber Nutzen. Erkennst du mich? Hoffnung ist auch fast. Ja. Ganz gern mit helfen. Schild eingesetzt. Okay, jetzt können wir ihn. Ah, okay, weg. Ah, wo ist der Pisser? Das heißt, dass ich Angst habe. Ich sterbe noch. Oh, Alter. Muss irgendwas töten, mal. Genau mehr für den Kammerjäger. Kommst du denn? Wie sieht's aus? Je schwächer ist der aber trotzdem nicht. Finde ich echt nicht gut. Ja, das ist komplett aufrecht. Könntest du mir mal dastehen. Okay, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich habe keine Korrosionswaffe aktuell. Oh, aber meine Granaten sind Korrosion. Nice. Ja, selbst auf dem Schwierigkeitsgrad ist es dem nicht zu spaßen.
so! Das sind alles Fakes. Aber wir brauchen die Fakes. Wegen dem Effekt. Ich sterbe. Ich bin besser als eine Million von dir! Ja, der konnte sich komplett regenerieren, weil du dich auf die Fakes konzentriert hast, der Jenner zu suchen. Ich habe einfach auf jeden geschossen. Ja, das ist aber schlecht. Ja, wenn der echte dort gewesen wäre, hätte ich auf ihn geschossen. Nicht mehr auf. Ja, schön, aber dann sehe ich so, oh, denn sein Schild ist nicht mehr voll. Vielleicht ist er der echte, dann schieße ich auch drauf. Also mir hilft das nicht. Ja, das ist jetzt ich mach keinen Damage auf den. Ihr könnt mich nicht kalt stellen. In Defensivstellung. Steh ich nicht. Ist das dann. Das ist doch nicht der echte auf den. Du machst doch Damage! Oder zumindest. Ja. Hä? Also visuell gesehen schaut es so aus, als würde. Ach scheiße, ich bin wegen wieder Vampirismus hochgefallen. Kommst mal runter. Scheiße, Vampirismus, Alter. Also du machst auf jeden Fall visuell, schaut es so aus, als würdest du was machen, aber ja, ich sehe schon, dass es sich bewegt, das ist einfach seltsam. Er wird auf jeden Fall das Schild nicht heilen, das auf jeden Fall nicht. Probier vielleicht mal eine andere Waffe, was ist denn das? Ich habe ihn gefunden. Nee, mein Problem war, dass ich den echten angeschossen habe, aber dachte, es wäre nicht der echte. Weil der bei der kleinen Lebensleiste kein Schild mehr hatte, aber oben schon. Und dann war ich etwas irritiert. Warum dieser? Weil ich habe mir dann gedacht, warum zur Hölle ist dieser Klon so viel zäher als der Rest? Auch das, da muss ein Klon sein und der ist auch schnell tot. Wo ist der echte? Da ist das auch ein Klon. Wo ist der verdammt nochmal echte? Das ist wahrscheinlich der ganz dahin. Was denn jetzt? Was denn das jetzt? Hier ist ein Scheißschild generierter Scheiß. Da ist er! Er ist wegteleportiert! Ich hab. Ja, okay. Ah, fick dich! Wie kann ich dich denn dann. Ah, da! Nein, das ist er nicht. Das ist dahin? Ja, der mit der Lebensleiste. Und eigentlich ist es sau einfach zu sehen, du musst nur an dein Leben schauen! Ja, ja, du hast recht, der mit der Lebensleiste war der echte. Hier. Mit der niedrigeren Lebensweise. Ich habe jetzt zum Nerven, nicht wirklich schwer zu sein. Es ist okay, nichts einsammeln. Oh, shit, da ist überall Zeug. Okay, schaffen wir es? Ich bleibe einfach mal stehen. Ich kann von hier darüber. Okay, dann flieg hin. Ja, okay, ich denke, ich schaff's. Ich bin drin. Nervig. Okay, die eine Kiste ist offen, die wir verdient haben. Kannst kommen. Wir haben nur eine, okay. Ja. Scheinbar gab es für das No-Scopen nichts. Ist nur grüner Loot. Ich meine, logisch, dass da nichts Besseres ist. Jetzt müsste die Quest zählen als erledigt. Ja. Oh Mann. Ich fliege! Jetzt gibt's dann Herzschmerz. Darf ich nochmal F drücken? Bessere Ware findest du nirgendwo! Wenn du willst. Dafür habe ich gesorgt. Nichts, wenn ich will, das ist Tatsache. Wieso Leichen plündern, wenn du bei mir einkaufen kannst? Ah, vielleicht jetzt ein bisschen zu viel. Ich hab einen Skin gedroppt, den hatte ich schon. Komm jederzeit wieder! Servus. Ich hab schon gezahlt. Achso. Das war das, wo wir besser nicht den Skill benutzen, oder? Das hab ich davor gesagt. Okay, und was war das andere? Du hast es ausgewählt! Ich hab's aber nicht gelesen. Kann schon mal, wofür das jetzt steht. Oh mein Gott, Alter. Was schaut denn das Bild aus? Zwei goldene Waffen. Ach, das war der Pistolenmodus vielleicht? Nö, glaube ich auch nicht. Der Typ hier kriegt gar keinen Schaden am Kopf. Merkwürdig. Ja,
Schwieriger Treffer in die Zwiebel! Darf man nicht mehr als einmal headshotten, oder? Ich versteh's nicht, muss ich nachlesen. Ja, hätt's vielleicht vorher lesen sollen. Ja, nicht so schlimm, wir kriegen sie schnell gut. Britisches Miau. Oh shit, Badass. Ja, gibt es immer mal wieder hier. Weil diese Trojaner haben Pferdehelme auf. Oder ist es wirklich ein echter Kopf? Was ist der Unterschied zwischen Schissern und Truxikanern? Mein Hass auf Schisser ist nicht unbegründet! Okay, ich schaff's nicht, wenn sie. Mein Hass ist das trojanische Pferd, was erwartest du? Mehr? Danke für das Geschenk. Miau. Was? Das muss Miau tun. Mehr und weniger. Ketchup! Ich trau meinen Augen nicht! Ich hab Magnum Maestro 2 bekommen. Bist du hässlich wie die Schlange! Ja. Steh auf, was das heißt. Sieht er mich einfach gedisst. Wir reden bei dir, cool. Das ist doch nicht ernst, dass du das Spiel so leise eingestellt haben, dass du nur Schussgeräusche hörst. Schussgeräusche? Waffen sind super leise. Hier ist dein Medikit. Was bist denn du für einer? Wie spielst du denn Spiele? Willst du nur meine Stimme hören oder was? Nein, das ist schon in Ordnung. Ich höre alles laut genug, aber es ist mehr so Hintergrundrauschen und nicht so vorne dran wie bei dir scheinbar. Es waren noch keine Gegner. Ja, ich möchte schon dafür sorgen, dass alles so circa die gleiche Lautstärke hat. Die gleiche? Nein. Naja, ja. Ja, der Ausschlag ist ziemlich ähnlich von mir und auch von dem Spiel. Ein weiterer Kill! Fucking! Shit. Doin, doin, doin. Wow, da war der Badass Trojaner. Ah, die haben meine Pistole vielleicht vergoldet. Aua. Ja, scheiße. Zumindest habe ich dich damit wiederbelebt. Du hast mich wiederbelebt? Nein. Ich wusste gar nicht. Hält dir das nicht auf? Ich habe nicht gemerkt, dass ich tot war, weil ich immer noch laufen konnte. Ja, aber siehst du das nicht? Oh ja, doch, du hast recht. Ich bin tot. Ich schaff's aber. Ich will ja auch hoffen, dass du es schaffst. Ich hab ihn eingefallen, konnte mich ja positionieren, sodass ich ihn töten kann. Hilfe. Au! Ja. Wie ist der da hinter mir gelaufen? Was soll denn der Scheiß? Ich hab ihn eingefroren! Das tut sicher weh. Das ist kein Pferdekopf. Autsch! Oder so. Oh, shit. Oh shit, ich fall gleich um! Achso, erst wenn ich mein Skill benutze, krieg ich ja Damage. Aber ich habe jetzt keine Heilung, also ja. Ich warte auf mein Schild, dann kann ich kommen. Du gleich Eis am Spiel. Brauchst du mich unbedingt oder reicht's, wenn ich die Schwäche? Keine Ahnung, ob ich da hinten jemanden töten kann. Oh shit. Das ist jetzt ein bisschen. Ach komm, warum kann ich nicht neben dir landen, verdammt? Ah, fick dich, Spiel! Okay, jetzt müssen wir das. Ich muss nachladen, bin tot. Okay. Ich lade gerade auch nach. Schneller! Okay, ich bin wieder da. Ich bin tot. Warum ist das? Du liegst einfach schon wieder auf dem Boden, obwohl ich noch nicht mehr gespawnt bin. Ja, nicht, dass dir das jetzt mir. Nicht, dass das jetzt aktiviert. Komm, mein Sterben jetzt! Ah, ja, gut. Denn mein Schild hat, glaube ich, jetzt nicht. Jetzt die Kiste, wenn ich es geschafft habe. Glaubst du, ich schaff das noch? Ich bin immer noch in der ersten Welle. Ja, töte einfach mal so viel wie du von oben. Es kann doch wohl nicht sein, das muss doch gehen. Miaut mir jemand anderen. Du kannst dein Schild jetzt benutzen von da oben. Ja, schön, ich bislang passt da nicht durchs Loch durch. Aber ich bin mir sicher, ah, das geht muss eigentlich. Das ist doch absolut scheiße, du wirst die ganze Zeit dagegen schießen.
Oh wow, HW. Mal ins Ketchup! In Defensivstellung! Wieso schmeißt mein Charakter es denn so weit unten? Mir fehlen nur noch Badass-Trojaner, das gefällt mir nicht. Er ist gerade an mich hier rangesprungen. Ja, lenk sie ab, bitte. Ich bin bereit! Oh shit. Muss mal Schild regenerieren. Kann ich den dazu bringen, runterzufallen irgendwie? Mein halbes Schild ist weg mit einem Jump von dem. Verteidige und schütze! Ist okay. Okay. Wo sind sie denn, die Nacht? Ich freue mich über deine Attacke, du Narr! Aua! Hat der mich ernsthaft mit dem blöden Ding getroffen? Werde ich schon hochgriffen. Scheint der Letzte zu sein. Der springt die ganze Zeit zu mir hoch. Sehr entspannt. Heiliges Sauerkraut! Oh shit. Ach, daneben. Ey, das ist doch lächerlich. Wieso haben sie das so klein gemacht? Die dritte Welle ist die miauste. Ja, ich... Ich bin bereit! Ich dachte, dass das ein bisschen wichtig ist hier. Keine Bosswelle, wie es auch schon. Sich's ausgemiaut. Wow! Holt mal ein feuchtes Reinigungstuch für den Kerl! Ich mag die Dinger, die kann man so gut kritten. Komplette Kopf ist eine Kritzone. Also ein Großkopf. Das ist meine schönste Party. Irgendwas verpasst direkt über mir. Ah, ein Adbug. Der geht gerade zu dir ans Fenster. Ja, kann er machen. Ja, wenn es was gibt, was mich nicht stört, dann die. Fahre Schild hoch! Ich sehe ihn. Der ist also, vielleicht kann man in einen ganz bestimmten Winkel da durchwerfen, aber ich krieg's nicht hin. Okay, hast du ja Zeit zu üben. Naja, das bringt aber nichts. Noch zwei Gegner. Nein, jetzt sind wieder mehr da. Oh, Badass Virus. Nicht so gut. Autsch. Ja. Noch Badass Gegner. 100 Meters. Okay, das ist ein bisschen. Nein, ich hab keinen Bock, immer da runter zu fallen. Das sieht nichts von hier aus. Aua. Oder für den Gegner. Brauch mein Schild. Ich hab keine Lebensregeneration. Aua. Ah, ich glaube, ich habe ihn weggeschleudert. Nein, er geht hier übers Geländer rüber. Okay, ich geht auch. Ich bin's geil. Hey, in der Luft eingefroren, das schaut ja nice aus. Kann man das? Hast du gelesen? Ja, kritischer Bonusschaden. Ich kann den nur irgendwie überhaupt nicht kritten, den einen eingefrorenen hier. Das ist total lächerlich, dass das nicht als Crit zählt. Wo hat der keinen Kopf mehr jetzt, wo der Eis drumherum ist, oder was? Kannst du den treffen? Oh shit, der ist ja jetzt Eis. Ich kann ein Badass-Virus da unten. Ah, okay, egal, ob du triffst irgendwie. Ich hau mal kurz ab. Nimm das, Sauerteig! Das ist ein Parasit, den entsorge ich schnell. Oder auch nicht so schnell, dem mache ich ja fast keinen Schaden.
wäre da sicher was. Es zerbombt mich noch einer. Ich hab kein Schild mehr. Er ist tot. Sehr gut. Hat einen verraubt. Und noch zwei Gegner. Wo sind die nur? Also einer ist ein Adbug, der um mich rumfliegt. Ah, okay, das war einfach. Der ist weg. Ah, es spawnt wieder ein neuer. Okay, Parasit ist tot. Ein weiterer Kill. Nur noch ein Adbug. In meiner Nähe ist nichts. Das ist aber, glaube ich, kein Adbug, oder? Hat er nicht auf sich geschossen? Ich habe gerade einen Adbug gekillt. Das war nicht der letzte, da ist wieder einer gespawnt, okay. Ah, da hinten ist ein Adbug. Also bei das mir ist der. Okay, das war's. Nicht. Spawnt doch mehr als zwei Gegner gleichzeitig. Das war's nicht. Schau doch mal auf die fucking Map, natürlich war's das nicht. Ja, wenn ich den letzten, den ich auf der Map erkennen kann, als roten Punkt töte, dann denke ich, okay, kommt nichts mehr. Ja, aber du bist doch gar nicht weit weg. Irgendeiner ist halt irgendwie total über dir oder so. Ja, genau, das erinnere ich. Ich nicht. Ja, ich sehe den nicht. Der muss irgendwo da oben sein, eigentlich. Vielleicht ein Spybug? Jetzt fliegt er weiter weg. Das müsste eigentlich. Ja, aber das ist außerhalb der Map, verdammt. Ja, das muss doch sichtbar sein für dich, oder nicht? Ja, jetzt nicht mehr. Wenn Spybug ist, dann sehe ich den nicht. Ja, aber gerade eben war er halt so weit weg vom Gebäude, dass er wahrscheinlich sichtbar gewesen wäre. Jetzt ist er wahrscheinlich wieder über dem Gebäude und oder hinter dem Gebäude. Da war gerade Adbug in meinem Bildschirm, aber ich sehe ihn nicht. Keine Ahnung, wer sich hin und her springt, euer Anitor. Den irgendwie dazu hinzukriegen, woanders hinzugehen. Geh nach unten. Ja, das ist so wie jetzt gemacht, was noch das hilft. Nein, ich sehe nicht. Da, doch, da! Ach mein Gott, ist das Ding weit weg? Ja, das ist da oben an die Ecke so rum. Na, der ist kaum erkennbar, so weit oben ist der. Vor allem wegen diesem Kreisel an anderem grünen Kram. Da wird schon irgendwann. Okay. Wird ihn schon. Ja, ist über dem Kreisel mit dem komischen Blöck. Die meine Schüsse auch noch blöcken. Blöcken? Und jetzt ist er irgendwie. Die jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Ja, jetzt fliegt er gerade hinten rum. Da war gerade ein grünes Leuchten, ja. Ja, sollte wieder zurückkommen normalerweise. Fest, meine Schüsse treffen den einfach gar nicht. Du triffst den gar nicht? Ich dachte, du machst den Schaden. Ich habe ihn vorhin irgendwann mal getroffen. Hier ist kein. Aber seitdem hat der ein Drittel Lebenspunkte und es wird nicht weniger. Ja, es hat jetzt keine Truhe. Ja. Ich versuch's mal mit der Sniper. Könnte natürlich total. Ja, das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Er ist auch, glaube ich, nicht so viel Reichweite. Oh mein Gott, auf dem Weg habe ich es gerade durchgeschmissen bekommen. Das könnte funktionieren, weil ich glaube, wenn du tot bist, wird das abprallen. Ist das Ding zielsuchend? Ich habe, dass es abprallt. Das heißt, dass wenn da was ist, was es treffen kann, sollte es eigentlich dahin abprallen. Ach so. Er ist zu weit weg. Ja, da wird er schon wieder kommen irgendwann. Nein, der ist ja noch nie hier unten gewesen. Ja, aber du hast ihn doch schon mal getroffen. Ja, schön. Hat irgendwann mal funktioniert. Ich habe noch 400 Schuss in der SMG, das müsste reichen. Ja, schieß doch mit der scheiß Sniper. Das Ding ist so langsam, Dennis. Ich kann sehen, wie die Kugel an ihm vorbeifliegt und ich bin nicht gut im Predikten. Aber gut, ich kann es mal probieren. Die fliegt an ihm erst vorbei, bist du nicht? Ja, er ist so weit weg, dass ich sehe, wie die Kugel... Weißt du, wenn ich auf ihn ziele, dann ist die Kugel dort, wenn er schon 2 Meter weiter ist. Und der dreht sich ja die ganze Zeit sehr merkwürdig links, rechts, geradeaus rum. Das ist sehr nervig. Keine Ahnung, ich sehe ihn halt gar nicht. Und er ist viel zu weit weg, dass mein F den irgendwie treffen könnte wahrscheinlich. Schild eingesetzt! Ja. Vielleicht ist das, was der Typ meinte, dass er immer abbrechen musste, weil es nie beendet wurde, obwohl kein Gegner mit, aber... Ich hab ihn erwischt! Oh mein Gott, ich fass ihn! Dann geh ich zu den Thron schnell.
Ich habe echt gedacht, dass... Die Truhe ist offen, wir haben noch eine bekommen, wie es aussieht. Ja, auch nicht schlimm. Sammel's ein. Weil anscheinend dieses Herzrasen, was einen wirklich verdammt gut umbringen kann, anscheinend keine Truhe wert ist. Wie gemein. Wenn du an Mord denkst, dann denk an Markus Munition. Ach, egal. Ich leb wohl, mein Freund. Marke. Mehr Dots. Sehen wir uns das mal an. Sind das schon die letzten beiden? Ja. Du müsstest es danach also bekommen. Ich nicht. Warte mal hoffen. Du glaubst du nicht? Schade. Dich. Dann wollen wir mal miauen. Alle Spieler sind erforderlich, um den Vorgang fortsetzen zu können. Ja, der ist aber jetzt schon fortgesetzt. Okay. Dann erklär mir, warum hier kein Gegner ist. Der ist doch Gegner, Depp. Na gut, ja. Sind nur nicht gerne in meiner Nähe, wie es ausschaut. Er schieße 75.000 Kugeln. Gut. Miau. Kampf Stern 2 habe ich gerade abgeschlossen. War der letzte, aber scheinbar gibt es immer noch welche. Ja, so ist es. Erstbest, schirme mich ab! Aber wenn wir hier für heute fertig sind, lege ich mich hier mit scheuer gemütliches Hüppi an, esse Schokolade dazu. Oder ich muss Sims machen. Naja. Eigentlich nicht. Oder doch schon? Oder war nicht? Ich meine. Soll ich was anderes machen? Ein bisschen tust du es nicht, aber. Na, wenn du willst, dann machst du es. Ein Miau mehr für den Kammerjäger. Ich muss eigentlich noch was anderes machen. Das klingt jetzt komisch, ich muss eigentlich was einproben. So, ist doch ein Termin. Voll in die Leberwurst! Systemabschaltung steht unmittelbar bevor! Feind bereit zur Zersplitterung! So, dann wettest du irgendwie schneller als sonst. Kritischer Treffer in die Zwiebeln! Ich habe es zumindest gerade sofort, dass das ganz schön schnell runtergeht. Was für Effekte haben wir eigentlich dabei? Das hast du noch ausgewählt! Das eine ist elementar, das andere weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die Turtle ehrlich gesagt gar nicht lesen. Ich auch nicht. Aber ich kann meine Fähigkeit wieder benutzen. Ich habe es die ganze Zeit ohne gespielt. Los geht's, flieg, Wolf. Danke für die Luftunterstützung, Wilhelm. Vergiss nicht, alle Elementareffekte hintereinander reinballern für extra Schaden. Da muss ich ja die ganze Zeit wechseln. Ja, aber genau darum geht's. Du kriegst nicht einfach nur mehr Elementareffekt-Schaden, sondern du kriegst mehr Schaden, je mehr Effekte auf ihn einwirken. Du war eigentlich kein Wechselspüler. Ja, ich wechsle gerade. Einfach nur mit dem Mausrad drehen, ist doch ganz easy. Na klar, ich könnte meine uralte Schrotflinte verwenden. Das brutale Pferd. Ich habe 4 verschiedene Elementareffekte dabei und es sind alles gute Waffen. Nicht uralt. Uralt heißt nicht wieder schlecht. Obwohl, gut, das ist theoretisch der Data-Level. Aber naja.
Ja, das ist normalerweise schlecht. Jetzt haben sie viele Elementarschaden. Oh. Da hätte ich Lebenspunkte, ich muss weg. Aua, so eine Scheiß-Axt, ey. Das tut sicher weh. Der dich abhaut, müsste ich ihn schaffen. Hab ich geschafft. Oder hast du dein Dings geworfen? Komm, hab ich hier echt geschafft. Letzter Gegner. Die dritte Welle ist die Miauste. Wir haben gewonnen. Wenn der einfach immer total gelangweilt redet. Wirklich jetzt? Ist keine Absicht. Findest du das einfach nicht? Nein, ich rede mit einem beruhigenden Ton. Ich hab doch gar nicht mit dir. Was? Ich dachte, du hast mit mir geredet. Ja, sagen die bei dir denn nicht gleichzeitig wie bei mir was oder wie? Nein. Die sagen mir bei mir bei jedem Kill was und das wird bei dir wohl genauso sein, also nicht ja, ganz gleich. Ja, und was, es war gerade Wellenhände, neues Wellenbeginn, reden die da nicht? Die Katze ist ein bisschen gelangweilt, aber... Ja, genau, Mann. Das meinte er. Er ist ja auch Grumpy Cat mit Geburtstag. Ach, das soll das anspielen? Keine Ahnung, irgendwie so in die Richtung. Das ist relativ einfach. Wer ist das im Psycho? Den habe ich ja sogar noch dabei. Oder? Ja. Danke für die Luftunterstützung, Wilhelm. Das gegnerische Heilbot? Das kenne ich. Mal ins Ketchup! Oh wow, ich bin instant wieder aufgestanden. Was du das? Ich hab nichts gemacht, ich bin instant wieder aufstehen. Okay. Weiterkillen? Ja, weiterkillen, wieso? Das ist der Plan. Stimme zu. Er killt doch immer weiter. Letzter Gegner! Gibt. Scheiß hier einsammeln. Okay, da spawnen ja doch wieder welche. Nicht ganz der letzte. Die stehen nicht mehr auf. Doch, das war der letzte. Okay. Eine Kiste, sie leuchtet ganz brav. Eine einzige. Ja, Elementar gibt auch keine. Sammel's ein, hol dir dein Achievement. Achso, ich soll da hochgehen. Okay. Der Effekt hat gebracht, du verlierst für die Dauer des Kampfes den Großteil deiner Maximalgesundheit, erhältst aber einen Bonus auf deine Schildkapazität. Ist mir nicht aufgefallen. Ich bin voll. Dann ist es wurscht. Ja, da oben fährt was runter. Glückwunsch. Alle neuen Spielmodi und alle neuen Modifikatoren des Mutators durchleben. Durchleben. Durchlebt. Ja, gute Wahl. Hast du es immer noch nicht? Versuch's. So, letzte Runde, Dennis. Okay, wir haben wieder frei. Gleich geht's los. Und ich stelle keine Fragen. Danke für die Kohle. Ich bin sicher, dass wir das schon bald wiederholen werden. Dann wollen wir mal miauen. Was genau waren die Effekte eigentlich nochmal? Mein Gott, das ist auch mal einer. Die Boxhandschuhe habe ich keine Ahnung. Das andere war Magazingröße und dafür super langsames Nachladen, oder? Wahrscheinlich haben wir mehr Schmetterschaden oder so ein Schmarrn. Keine Ahnung. Miaut mir jemand anderen. Ja, das ist eine ganz schöne Magazingröße, einfach 300 Kugeln im Magazin. Muss aber auch die Basis schon sehr hoch gewesen sein. Ja. Die Waffe hat nicht umsonst zwei
Munitionslager. Miau. Autsch. Das ist lustig, wenn man gegen uns fährt. Ach, die ist wieder rot, geht jetzt schon mal draufhauen. Servus, Edbug. Badass Bug Access, schwer zu killen. Okay, ich hab nichts gesagt. Der Bär hier macht sehr viel Schaden. Das waren noch keine Gegner. Ja, wenn du schon so fragst, tatsächlich, ich esse auch gerne mal Zwiebeln. Da heult man doch immer. Also ich esse nicht pur und man schneidet sie auch nicht. Aber so eine Scheibe Zwiebel in den Burger. Ja, oh, da Restzwiebeln. Oh, Restzwiebeln. Ich muss mal Restzwiebeln essen. Ja, aber da heult man doch immer. Nein, kein bisschen. Du heulst nur, weil du sie emotional aufgeladen bist, wenn du sie schneidest. Das aber glaube ich eher weniger. Aber wenn sie schon geschnitten sind, dann ist ja alles Butter. Oh, das erinnert mich an eine. Also ich habe auf YouTube letztens so eine Werbung gesehen für irgend so ein, sagen wir mal, Küchenutensil, wo du einfach das Zeug reintust, beziehungsweise drunter tust und dann haust du einfach drauf und dann ist es geschnitten. Okay. Ich frage mich, ob das wirklich so gut funktioniert. Ich glaube nicht. Genauso wie dieser komische Ei zerstückeler. Ich meine, so wie das vom Inneren aussah, es ist quasi eine so eine Art Messer, also so ein Metallstück, was halt so in so einer Wellenform ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass das die Sache schon so schneiden kann. Aber mich wundert es, dass die perfekt getrennt waren in dem Sinne. Also da hing da nichts mehr zusammen. Keine Ahnung, ob das wirklich so. Und man kann das Ding komplett aufmachen, damit man es auch innen drin reinigen kann. Das macht Spaß. Du kriegst englische Werbung auf YouTube? Britisches Meow. Aber das war auf jeden Fall sehr witzig. Der hieß irgendwie Slapchop und dann slappt alles! Wenn das Nachladen so langsam geht, dann könnte ich sterben. Okay, ich hab's geschafft. Ja. Ah ja. Okay. Du hast sie dir komplett abgeguckt. Ja, schon, keine Ahnung, ich fand die lustig. Ey, die einzige Werbung, die ich zuletzt komplett angeguckt habe, war eine japanische. Ich habe mir, glaube ich, auch meine Pokémon-Werbung angeschaut, weil, wenn du so viele Pokémon schnell schaust, passiert das auch mal, dass du da mal siehst. Krass. Na klar, Pokémon-Spiele haben wir Werbung. Ich habe gehört, die Yu-Gi-Oh!-Werbung, so, die League of Legends-Werbung, die es aktuell so gibt, soll echt. Okay, aktuell habe ich keine League of Legends-Werbung gesehen. Sind die echt so schlecht, als du sie zuletzt hattest? Also naja, manche von den Werbungen denke ich mir so, irgendwie könnte das auch einfach ein YouTube-Video von irgendjemandem sein, der über Spiel redet. Kein Scheiß. Muss ja sehr gut sein. Das war diese gezeichnete. Also es gibt glaube ich eine mit echten Menschen, die sind bescheuert, aber... Nein, mit echten Menschen. Ja, mit echten Menschen. Okay. Meinst du aber nicht die Kia-Werbung, oder? Was für Kia? Der Kia-Motor. Ich geh gleich zu Ikea. Nein, ich denke, dass die nur im Broadcast sind. Das ist ja heimische Produktion. Keine richtige Werbung. Das ist der eine Typ. Also was ich letztens als Werbung habe, war ein Video, was fast schon wie ein Let's Play ausschaut, weil da gab's keine Einleitung oder sowas. Da lief er einfach rum in der Welt des Spiels, hat ein bisschen gelabert. Ja. Das muss das war irgendein mittelalterliches Spiel.
Und da hat es eine ganze Legion hinter sich. Okay. Aber du hast dir nicht gemerkt, was es ist. Ich weiß nicht genau, was das für ein Spiel ist. War es nicht so beeindruckend. Sah interessant aus, aber keine Ahnung. Nicht interessant genug, um drauf zu klicken. Wie drauf zu... Ich klicke eigentlich nie auf Werbung. Gut. Ich weiß echt nicht, wie das funktioniert. Wir werden nur bezahlt, wenn es jemand komplett anguckt. Aber was, wenn ich nach der Hälfte schon draufklicke? Dann schaue ich es ja nicht fertig. Das wird dann pausiert. Also du kannst es ja nach wie vor weiter abspielen lassen. Ah, okay. Es ist ja dann nicht weg. Es ist ja nur weg, wenn du auch überspringen willst. Noch 5 Gegner. Ah ja. Ah ja. Weißt du, warum Pokémon Go so ist, wie es ist? Weil irgendjemand das Volk. Ja, das könnte man als die reale, aber was ist der Lore-Grund? Die Lore? Ja, die Lore der Pokémon. Nee. Ach, kein Schimmer. Erklär's mir. Dann reden wir über Ranger. Ah, okay. Also du weißt ja, dass Arceus die Pokémon-Welt erschaffen hat, normalerweise. Ja. Ja. Nun, es ist jetzt so, dass in dem Gebäude, wo man, das war glaube ich, die Stadt, wo Rocco war. Da war doch so ein Museum, oder nicht? In der ersten Gen. Ja. Genau, und da drin ist ein Bild eines Urknalls. Oh. Und das Urknall-Ding, also der Anfang davon, sieht ein bisschen aus wie das Symbol von Pokémon Sonne. Was ja auch Necrozma verkörpert. Deswegen gibt es eine Theorie, dass in Pokémon Sonne hat man Necrozma ja eigentlich besiegt, aber es gäbe eine Theorie, dass in der Pokémon Go-Welt Necrozma gewonnen hat, jegliches Licht absorbiert hat und dann quasi zum Urknall in dem Sinne wurde. Aber ich verstehe nicht, warum muss das die Pokémon Go-Welt sein? Also, aber kann es sein, dass das der Typ erwähnt hat, von dem dieses Battle-Video kam, das ich angeguckt habe? Wo er zwei Endings gemacht hat, entweder Necrozma oder Arceus gewinnt. Ich glaube, da hat der erwähnt, dass er eine Theorie zu den Let's Go-Spielen hat. Ich dachte, du meintest die App. Aber du meinst die Let's Go-Spiele. Ja, ich meine die Let's Go-Spiele. Ja, in den Spielen fängt man ja Pokémon anders. Verstehst du? Das ist so, warum du in dieser Welt Pokémon einfach fangen kannst, ohne gegen sie kämpfen zu müssen. Weil es kein Licht gibt. Und warum ist da trotzdem nicht dunkel? Nein, Necrozma hat ja die Welt quasi erschaffen. Verstehst du? Ach so. Es ist ja wie ein das Pokémon ist ja quasi wie ein schwarzes Loch. Es hat alles eingesaugt. Bis die Masse so stark war, dass es eben explodiert ist. Das würde bei normalen schwarzen Löchern auch passieren. Wenn sie so viel Masse einsaugen. Hier ist irgendwo ein Gegner unter mir. Ach, guck mal, was ihr da, glaube ich. Prinzipiell auf einem schwarzen Loch eigentlich. Dennis, wir können den letzten Gegner nicht töten. Ich weiß jetzt auch nicht so genau. Oh, da kommt er. Servus, flüchtiger Glitch. Ich habe schon Angst. Dass wir nochmal resetten müssen, unnötigerweise. Aber dann müssen wir den jetzt noch killen. Schnapp ihn dir, Wolf. Mach selbst mal drauf. Der Kammerjäger ist siegreich. Miau. Ja. Ah ja. Bist du immer noch voll? Ja, ich bin immer noch voll. Mein Gott, ist noch wieder Klassenputz. Computer? Ja. Los geht's. Wurdest du gesegnet? Hä? Noch nicht, nein. Hä? Ich dachte aber bei einem anderen was dabei. Ja, jetzt bin ich wirklich etwas irritiert, muss ich gestehen. Auf jeden Fall, das ist die Theorie, warum die Spiele so anders sind. Okay. Dennis, du kümmerst dich jetzt um die ganzen Items, ich schmeiße die alle hin. Beispielsweise sind die auch Lore-wise anders, weil ja Giovanni noch der Typ, der Leiter von Team Rocket ist und so. Obwohl Rot und Blau ihre Abenteuer schon hatten. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Ich kenne die Story in Let's Go nicht, weil ich es ja noch nicht gespielt habe. Aber mich hab erstmal gewundert, dass die Charaktere andere Namen haben. Ja genau, es sind andere Charaktere. Rot und Blau hatten ihr Abenteuer schon. Gut, vielleicht ergibt das alles doch etwas Sinn.
Na gut, aber auf jeden Fall denke ich, war es das jetzt mit Borderlands. Vielleicht machen wir noch einen Special Part, wo wir jetzt das eine oder andere schieben. Was laberst du? Wir sind doch noch gar nicht fertig. Wie? Wir sind doch noch gar nicht fertig. Lass mich wissen, wenn dir etwas ist. Kommt deiner Meinung nach noch? Achso, eine einzige Quest haben wir noch, richtig. Wir haben auch noch genug anderes zu tun. Ja, eine einzige Quest. Ja, wir haben genug anderes zu tun. Nein, eigentlich nicht. Doch. Mir fällt nichts ein. Kümmer dich um die Items. Ja. Mein Gott, Mann. Bis bald, mein Freund. Wenn du woanders einkaufst, lass ich dich töten. Bessere Ware findest du nirgendwo. Läufst du hier die ganze Zeit ab und auf? Oh ja, ich habe wieder totale Überlänge. Naja, wir werden nicht vergessen und ciao. Tschüss.